Hallo Leute der gepflegten Unterhaltung, heute ein paar Memes auf entspannt. Starten wir mit etwas Musik. Okay, let's go. Don't be fool, but a rock said I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Der Bratan sucht noch eine Frau. Guten Tag, liebe Damenwelt. Mein Name ist Kilian Heinrich, ich bin 25 Jahre alt, wiege leider 118 Kilo, komme aus Berlin-Pankow und bin auf der Suche nach der Liebe meines Lebens. Wenn du mindestens volljährig bist und auch auf der Suche nach der Liebe deines Lebens bist, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich glaube, dass ich hier auf dieser Plattform genau das finde, wonach ich suche. Tschüss. Neulich beim Corona-Test in der Schule. Ich hab 2 Striche, was heißt das? Voller Krise. Was ist das für ein Schirm? Ah, oh, so ein kostenloser Schirm? Ah, oh, den nehme ich mir mit. Ist denn geil. Dann verpiss dich mit Kackenmann! Ich brauch Ruhe beim Scheißen! Kurze Frage. Was bleibt Ihnen von dieser Woche im Gedächtnis? Ich hab noch nicht gebumst. Was geht denn da ab jetzt? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? 2 noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt, ja? Der Brei frisch aus dem Knast. Willst du noch irgendjemanden grüßen? Ja, darf ich 2 Leute sagen? Klar. Ja, Grüße gehen raus an meine Klasse 6D, Christian Leon Gayschild. Und Mittelfinger geht an die Hamburger Polizei. Bei meinem Freund Varazia durch. Wir sind hier bei Schalke Freaks TV. Oh yeah. Hi Leute, ich bin's wieder, Janjan. Und ihr habt bestimmt mitbekommen, dass Schalke den DFB-Pokal gewonnen hat. Stopp, ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Stopp, jetzt hallo, reicht es. Hallo, nein, jetzt red ich. Ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Hoyo Mekesan, Aime Marco Maroko Homo Mekesan, Konnichiwa. Was soll die Scheiße? Du bist Deutscher. Achso, Mukka, Chakaluka, okay. Der macht immer Blödsinn. Auf jeden Fall, Schalke hat den. Auf jeden Fall, Schalke hat den. Stopp. Sonst kriegt der gar keinen auf den Schnauzer. Schalke hat den DFB-Pokal gewonnen und hat am Samstag gegen Duisburg gespielt und ja, und hat 5:0 gewonnen und das war auch ja auch das Finale. Ich habe mich nur gewundert, dass Borussia Dortmund und Bayern München so früh rausgeflogen sind. Das liegt natürlich an der einzigartigen Fanbase. Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Wenn man vorher Nudes guckt. Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät. Die heißen Babybell. Ich weiß nicht, mach mal das jetzt auf. What the fuck? Die sehen so aus, wahrscheinlich habt ihr die alle gegessen, außer ich mal wieder. Wir machen die jetzt mal auf. Oh mein Gott, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich weiß jetzt nicht, ob man das einfach so einbassen soll, aber ich glaube schon, weil... Das schmeckt halt wirklich nach Kerze. Oh mein Gott, das sieht so geil aus von innen. Einfach so gelb von innen. Warum? Hä? Was ist das? Ich habe herausgefunden, man kann die so öffnen. Ich glaube, man kann jetzt beide essen. Womit soll ich anfangen? Ich glaube rot, weil ich mag rot. Oh mein Gott, das ist so richtig fluffy. Das schmeckt nach Kerze. Der kleine Brit zeigt es allen. Was ist das?
Kaktus, nein, Kaktus, wie heißt der nochmal? Krakakus. Na, na, sind das Team. Kaktus, nein, nicht Kaktus, Krakku. Wie heißt dieser Löwe da, Mann, der schwimmt? So, Krokodil, Mann, Krokodil. Wenn dein Vater nicht möchte, dass du die falschen Sachen in den Mund nimmst. Wenn deine Freundin eine leichte Links-Rechts-Schwäche hat. Das ist die Automatik und dann habe ich Gas mit der Bremse verwechselt, weil ich dachte, mein rechter Bein ist mein linker Bein. Ja, und dann habe ich ein bisschen Kratzer. Can you hear me now? Mach dein Arsch zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Okay. Auf die Grünen ist Verlass. Wir wollen, dass in diesen 4 Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Und ich denke, dass ich ihn verarsche. Oh, 6 Flammen, 6 Flammen. Nico, Hunde! Ja! Ja! Hunde, Alter! Durch alle! Scheiße! Scheiße! Oh mein Gott! Was? Was? Ah, fuck, Alter! Dann, ihr mit eurem Pack-Duell! Ihr zählt da nur Schwanz, irgendwelche 86er! Was macht ihr? Drachenlord. Einfach der Schloste. Ich bin 89 geboren. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990, ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine 0. Mein Alter ist eine 1. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 wurde ich 12. 2015 26. Das ist eine sehr einfache Rechnung. Einstein, wiedergeboren im Drachenlord. Louis Vuitton. Give a go. Blonder Stück. Deutschland gibt es Kurtheken ab 12 frei. Übrigens noch gemacht haben, auch zu dem Thema 2G, dass das auch nochmal klar ist. 2G gilt auch für Schüler ab 12, wenn sie in Clubs, in Diskotheken oder ähnliches wollen. Es gibt oder Stadion, da kann man keine Ausnahme machen. Warum ab 12? Weil man sich impfen lassen kann. Wir wollen das Impfen ja erhöhen, es macht keinen Sinn. Einfach mal die Gurke durch den Entsafter schieben. Die Gurke ist unendlich entwässernd. Ne? Also morgens sich als erstes so eine Gurke durch den Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Ne? Zitrone, ne? Ist hervorragend. Ne? Oh, sorry, warte mal. Möchte jemand auf dieses Niveau vom Drachenlord? Wer ist mit Get on my level. Komm doch erst einmal auf mein Niveau, bevor du dich über mein Niveau lustig machst. Weil, egal ob ich eine Gesichtskirmes bin oder nicht, besser aussehen als du. Tut sogar mein kleiner Finger mit Dreck unterm Nagel. Weißt du Bescheid? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass Liebe da und folgt mir für mehr Videos. Danke. Kuss geht raus.